Martin Lohmann, du bist Spielertrainer in der dritten Kreisklasse bei der SG Hastenberg Emmerteil 2, engagierst dich für den Verein wie kaum ein anderer. Was macht denn für dich die Faszination letzte Liga aus? Die Faszination letzte Liga, was soll man sagen? Wie viele es kennen, es geht halt wenig um den Sport, sondern mehr um die Mannschaft selbst, den Zusammenhalt, das Zusammensitzen nach dem Training, gemeinschaftliche Abende. Viel, viel Spaß beim Spielen auf jeden Fall. Selbst wenn man mal ein Spiel verliert, dann ist das halt so. Man kommt trotzdem zum Training wieder, hat Spaß am Fußball und da ist einfach die Basic einfach. Man hat einfach Spaß am Fußball. Wie hast du die Liebe zum runden Leder für dich entdeckt? Das ist eigentlich eine gute Geschichte, muss ich fast sagen. Ich habe kaum Jugendfußball gespielt. Ich habe bis zur E-Jugend gespielt, damals noch in Grün-Weiß-Sündel. Habe dann eigentlich keine Lust mehr auf Fußball gehabt. Habe dann alles mal irgendwie mal ausprobiert, Handball, Basketball, alles eine Zeit lang gespielt. Habe dann nach der Schule irgendwann gar nichts mehr an Sport gemacht, leider. Und habe dann irgendwann schnell festgestellt, okay, neben dem Job brauchst du mal wieder irgendwie einen Ausgleich. Und bin dann durch Kumpels wieder zum Fußball gekommen, weil ich privat so auch nebenbei mal auf dem Bolzplatz immer wieder gespielt habe. Und da viele meiner Freunde halt in Hastenbeck gespielt haben, war für mich klar, wo ich anfange und bin jetzt halt mittlerweile 10 Jahren da im Verein und spiele da halt viel Fußball. Die SG Hastenbeck Emmerteil richtet ein allseits beliebtes Turnier aus, das hat den Namen Könige der Kreisklasse. Was macht denn die Kreisklasse für dich so majestätisch? Ja, die Kreisklasse an sich, wie eben auch schon gesagt, halt, dass die Zusammenhalt in der Mannschaft, der Spaß im Vordergrund und gerade das Turnier, was wir da ausrichten, ist mittlerweile eines der größten Turniere hier im ganzen Kreis, mit Mannschaften teilweise schon außerhalb des Kreises, aus Schaumburg und Holzminden kommen die Leute oder auch Lippe. Wir haben Anfragen ohne Ende, weil es einfach der Klassiker mittlerweile in den Hallenturnieren ist hier im Hameln-Pyrmont, weil ja gerade zur Konkurrenz zum Supercup für die unterklassigen Mannschaften auch noch kaum noch Turniere da sind. Von daher ist das einfach immer eine geniale Veranstaltung, wo der Spaß definitiv im Vordergrund steht. Welchen Moment würdest du als den größten in deiner Kreisklassenkarriere bezeichnen? Ja, da gibt es viele auf jeden Fall, aber ich habe einen Moment, den ich immer auch gerne erzähle. Ich habe auch mal höher gespielt und zwar wurde ich mal in der 89. Minute in der Kreisliga eingewechselt, hatte dann ganze 2 Minuten Spielzeit, aber leider nicht einen einzigen Ballkontakt. Welcher SG Hastenbeck Emmerteil-Spieler geht am ehesten in die Vereinsgeschichte ein? Da gibt es auch viele definitiv, die da Legendenstatus errungen haben in unserer Mannschaft, gar keine Frage. Aber ich denke mal, meiner Meinung nach, Christian Schnier, der nicht viel auf dem Platz immer zu sagen und zu machen hat, aber neben des Abseits des Platzes immer da ist, immer verlässlich ist und dort halt dann zeigt, dass er Legendenstatus definitiv im Verein hat. Felix Schulze und du sind nicht nur Trainerkollegen bei der SG Hastenbeck Emmerteil 2, sondern auch enge Freunde. Was macht denn Felix aus deiner Sicht zu einem sehr besonderen Menschen? Felix ist einfach Typ Mensch, der sich kümmert, der tut und macht. Er ist ja nicht umsonst vor ein paar Jahren Fußballheld geworden hier im Kreis. Er ist immer da, man kann sich auf ihn verlassen. Ich telefoniere fast täglich mit ihm, um Trainings zu planen. Wir sprechen uns da immer ab. Er hat Ideen, ich habe Ideen. Wir sind, was das angeht, einfach auf einer total gleichen Wellenlänge, haben immer kreative Ideen, was das Training angeht, mal neue Sachen auszuprobieren, auch mal Sachen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben, umzudenken, dass es auf Fußball passt. Und da kann man Felix immer gebrauchen. Wie gesagt, Verlässlichkeit, Menschlichkeit, Herzlichkeit. Besser kann man sich den Freund einfach nicht vorstellen. Wie lautet die bisher dämlichste Trainingsabsage, die du als Spielertrainer lesen oder hören musstest? Da fällt mir eigentlich sofort einer ein, die mir mein Co-Trainer Felix mal erzählt hat. Das ist leider nicht aus, unserem Verein, auch schon ein bisschen älter. Der Kollege hat abgesagt mit der Ausrede, dass er auf dem Klo saß, ihm im Bein eingeschlafen ist und beim Aufstehen der Fuß umgeknickt ist und deswegen heute leider nicht zum Training kommen konnte. Der Trainer damals wusste nicht, ob er es glauben sollte oder nicht, aber der Herr war bekannt für solche Aussagen. Und das ist so die Aussage, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Lionel Messi vom FC Barcelona oder Justin Hammer von der SG Hastenbeck Emmerteil 2? Ich verstehe die Frage nicht. Ganz klar Justin Hammer. Also der Mann hat einen linken Fuß, er träumt Messi von, würde ich mal behaupten. Der tänzelt Leute aus. Ich habe ihn selber in der A-Jugend noch betreuen dürfen. Da hat er in Heinsen, als wir gegen SG Weserbergland gespielt haben, da hat er 3 Leute ausgetänzelt und dann hat den Diagonalball gespielt, der zum Tor geführt hat. Ich glaube, das schafft Messi gar nicht, damit zu halten, ganz ehrlich. Hammer, klar. Du bist Fan von Hannover 96, dein geilstes Stadionerlebnis bei den 96ern? Geilstes Stadionerlebnis, das fallen mir eigentlich 2 Momente ein. Einmal auswärts, ich war damals mit in Kopenhagen. Ich denke, jeder 96-Fan weiß ganz genau, was da abgeht. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Es war eine geile Fahrt, morgens hin und direkt nach dem Spiel wieder zurück.
mit einem super Ergebnis, mega Stimmung. Das war auf jeden Fall so die geilste Auswärtsfahrt. Und die geilste Heimspielerlebnis war auf jeden Fall, werde ich auch nie vergessen, das war das Spiel gegen St. Patrick's, gegen die Iren. Damals in der Quali für die Europa League. Ich hatte mir damals mit einem Kumpel solche Irenhüte gekauft, mit so Mütze und Bart dazu. Und die haben uns vorm Stadion schon alle gefeiert dafür. Und in der Halbzeit haben wir gedacht, ach komm, wir gehen mal rüber zum Gästeblock. Und haben es auch tatsächlich durch sämtliche Securities durchgeschafft bis in den Gästeblock. Wurden da von den Leuten gefeiert. Ich will nicht wissen, wie vielen Familienalben ich jetzt klebe von den Leuten, weil die Fotos gemacht haben mit uns. Wir haben Trikots getauscht. Hannover hat, glaube ich, 6-0 gewonnen oder so. Das war den Iren aber auch scheißegal, das Ergebnis. Für die war einfach nur die Stimmung und wir haben da voll mitgefeiert. Das war Hammer. Was möchtest du den Fans von Eintracht Braunschweig, die bekanntlich vor dem Zweitligaaufstieg stehen, heute mal mitteilen? Ja, was möchte man den Fans mitteilen? Auf jeden Fall meiner Meinung nach Glückwunsch, wenn der Aufstieg denn stattfindet, für den Aufstieg, weil meiner Meinung nach Braunschweig so viel Derby gegen Hannover dagegen steht. Aber für mich gehört Eintracht einfach in die zweite Liga, weil es einer der großen Traditionsvereine ist und die gibt es in Deutschland immer weniger. Und dementsprechend gehören die für mich in die zweite Liga und deswegen auch Glückwunsch zum Aufstieg auf jeden Fall. Was können sich die 96er von der Eintracht abschauen? Ja, 96er will man sich eigentlich so gut wie nie was von Eintracht abschauen. Aber ich sag mal, sie sind jetzt in die dritte Liga runtergerutscht, fast von der ersten, fast einen Durchmarsch gemacht und sind aber wieder zurück. Und ich denke mal, diese Mentalität kann sich jeder Verein abschauen, nicht nur 96. Auch mal wieder, wenn man verliert oder absteigt, auch mal wieder nach ein paar Jahren wieder zurückzukommen. Aber ansonsten will man sich als 96er definitiv nicht viel von den Leuten abschauen. Ne? Wie lautet die Avesa-Schlagzeile deiner Träume? Boah, gute Frage. Ich würde sagen, irgendwie Lomax zerlegt Barkede im 10-0 oder so.